Wir recherchieren über den Todesmarschabschnitt von Kaufering nach Dachau in Richtung Bad Tölz, den sie vom 24. April bis zum Morgen des 2. Mai 1945 8 Tage lang erlebt und überlebt haben. Ihre Wegstrecke war ca. 135 Kilometer in 8 Tagen. Auf dem Plan, den Sie vor sich liegen haben, sehen Sie den Verlauf des Todesmarsches. Welche Erinnerungen haben Sie im Einzelnen daran und können Sie darauf etwas genauer eingehen? Die maßgebende Erinnerungen sind jedes Mal ein Knall. Diejenigen, die nicht mehr laufen konnten, wurden abgeschossen. Und das konnten wir nicht überher. Und wir wussten, vielleicht sind wir die Nächsten. Und bis zum letzten Moment sind Häftlinge erschossen worden, was ich bis heute nicht begreifen kann. Die wussten doch, dass die Amerikaner jagen uns. Jede Brücke, die wir rübergegangen sind, ist ja gesprengt worden. Und wir wussten, dort sind stehen geblieben die Amerikaner. Und trotzdem, was für Menschen waren das? Waren die so dumm? War so ihre Seele verkauft an den Nazis, dass bis zum letzten Moment haben sie Menschen umgebracht? Wir waren ja die Finale eigentlich. Gibt uns diese Chance, es ist doch vorbei. Es ist nur eine Frage von ein paar Stunden. Auch das nicht. Sie berichten in Ihrem Buch auf den Seiten 170 bis 173 über den Todesmarsch. Wir vermuten, dass der Bericht deshalb auf 3 Seiten zusammengefasst ist, da Ihre Erlebnisse zwischen 1941 bis 1945 dermaßen schrecklich und extrem waren, dass Sie zu dem 8-tägigen Todesmarsch, bei dem in erster Linie der Stumpfsinn des steten Laufens, des steten Hungers, der steten Todesschüsse einen ausführlichen Bericht nicht mehr bedürfen. Der Marsch war ja auch für mich eine gewisse Finale. Eigentlich wusste ich, dass ich bin der Einzige vielleicht, der von der Familie am Leben ist. Meine Mutter habe ich begleitet 1944, wenn sie rausgeführt worden ist von Stutthof nach Auschwitz, wusste ich, dass ich sie das letzte Mal mit meinem kleinen Bruder, der 5, 6 Jahre alt war. Den älteren Bruder habe ich verloren, bevor noch das Ghetto geschlossen wurde. Von Vater war ich abgesondert in Stutthof, wusste nicht, lebt er ja oder lebt er nicht. Eigentlich war ich der Meinung, vielleicht bin ich der Letzte von der Familie und vielleicht gibt es eine Chance, dass gerade ich überleben werde. Ich wollte nicht sterben. Ich hatte Hunger, aber sterben hat man nicht pressiert. Ich wusste, es kann jeden Moment kommen, aber es gab eine Möglichkeit, davon zu kommen, habe ich nicht Nein gesagt. Zu sich selber eigentlich. Weil man hatte niemanden, mit dem man reden konnte. War ja alle in derselben Lage, manche noch viel schlimmer. Und bis heute weiß ich nicht, wie ich durchgehalten habe. Keine Ahnung. Hunger hat man nicht gespürt. Weil das war ja ein Dauerzustand. Mit der Zeit spürt man das nicht. Wir haben ja auch manchmal den Rasen gegessen. Dass überhaupt irgendwas im Mund reinkommt. Und die Kälte haben wir nicht gespürt. Wir sind raus vom Lager mit 2 Decken. Mit der Zeit sind sie so schwer geworden vom Regen und Schnee, dass wir hatten keine Kraft, das zu tragen mehr. Nur musste man aufpassen, wenn man die Decke wegschmeißen wollte, dass der Wachmann es nicht sieht. Weil wenn er sieht, dass wir wegschmeißen die Decke, knallt er uns ab. Da mussten wir schon suchen Möglichkeiten, vor allem nachts, so, wenn niemand gesehen hat. Los werden die Decken, weil wir hatten keine Kraft, sie zu tragen. Und irgendwie in der Luft war, wie soll ich sagen, die Freiheit war in der Luft. Man musste es so schnappen. Wir wussten, dass entweder oder. Entweder geht es zu Ende, so oder so. Aber kann auch sein, dass die Amerikaner werden schneller sein. Wir wussten ja gar nicht, das sind Amerikaner. Die ersten, die wir gesehen haben, da waren 5 Sterne auf dem Auto. Dachten wir, das sind die Russen. Und dann haben wir angeschaut, die Gesichter, wer sind das überhaupt? Das war eine Unit Japaner, eine amerikanische Unit Japaner, die uns befreit haben. Und solche Gesichter haben wir niemals gesehen.
Wie war Proviant, Verpflegung und Bekleidung auf dem Todesmarsch? Alle Häftlinge trugen Holzschuhe. Warum gerade Holzschuhe? Die haben uns weggenommen, unsere guten Schuhe. Die haben alles getan, um uns das Leben schwer zu machen. Warum leisteten die Bürger, die zu Tausenden den Todesmarsch mitbekamen, keinen Widerstand gegen dieses unmenschliche Verhalten der SS-ler? Dabei wusste die Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt schon, dass der Krieg zu Ende ist und die Amerikaner im Vormarsch waren. Es haben probiert, Frauen im Fürstenfeldbruck zum Beispiel oder Bad Tölz Brot zu geben oder Wasser. Die standen am Rand von der Straße, wo wir durchmarschiert sind. Die sind weggejagt worden von den Wachleuten. Lass die Finger von denen, das sind Verbrecher. Wir waren die Verbrecher. Tausende von Menschen haben damals in der Nazi-Zeit ihre Mitmenschen und hier vor allem die Juden gequält, gedemütigt, beraubt, misshandelt, ermordet. Tiere kennen instinktiv die Regeln des Tötens, und zwar nur um zu fressen. Menschen dagegen überschreiten diese Naturregel immer wieder. Was sind das für Kreaturen? Sind das dumme Kreaturen, Neid- und Missgunstgesteuerte, habgierige Kreaturen? Sind das überhaupt Kreaturen, wenn man bedenkt, dass creare von Latein mit Schöpfen, hervorbringen definiert wird? Ich bin kein Psychologe. Was für Kreaturen das sind, kann ich nicht sagen. Aber das hat in sich mörderische Gedanken. Da bin ich mir sicher. Was gab Ihnen die Kraft, über so viele Jahre als 13- bis 17-Jähriger dieses nicht enden wollende Martyrium zu überstehen? Ich wollte leben. Was heißt die Kraft? Ich hatte noch Gedanken. Mein älterer Bruder ist erschossen worden, gleich 1941. Und diese alle Jahre, wo ich noch in den Lagern war, habe ich immer geträumt, ich werde ihn vielleicht treffen in einem der Lager. Weil es kann ja nicht sein, man hat damals 26 Kinder erschossen, nur weil sie irgendwas einkaufen wollten. Und ich lebte immer mit dem Gedanken, vielleicht lebt er irgendwo. Kann doch sein. Vielleicht hat er ihn weggeschickt in ein Lager oder so. Und diese Gedanken sind immer da. Es hat dann Hoffnung gegeben. Ja, auch heute denke ich mir manchmal, er war älter wie ich, nicht viel, anderthalb Jahre. Ich denke mir manchmal, vielleicht lebt er irgendwo. Sie sangen damals mit ihrer begabten Stimme in der Synagoge in ihrer Heimat in Kaunas, Litauen. Ihre stimmliche Begabung stieß auf viel Anerkennung, auch seitens ihrer Eltern. Ich habe gesungen, ich habe immer gesungen. Ich hatte immer die Hauptrolle in der Schule, wenn Aufführungen waren. Das war auch der Lehrer für Zeichnen. Er war auch der mit die Aufführungen zu tun hatte. Das war immer meine Stärke gegenüber ihm, weil ich kann nicht zeichnen. Ich habe zwei linke Hände. Naja, wenn er mir irgendwie keinen guten Dings geben wollte, habe ich ihm gesagt, hör zu. Nächste Vorstellung sucht jemand anderes, nicht mich. War schon eine Waffe für mich. Der Münchner Komponist Karl Amadeus Hartmann, er hat in der Musikgeschichte den Status der Symphoniker nach Gustav Mahler und der mutige Verneiner der Nazi-Diktatur. Er lebte den Todesmarsch in dem Haus seiner Schwiegereltern in Starnberg-Kempfenhausen, wo er im Keller versteckt von 1939 bis 1945 seine Symphonien sozusagen für die Schublade komponierte. Während die Komponisten Karl Orff und Werner Egk für die Nazis unter anderem die Olympischen Spiele in Berlin mit ihren Kompositionen bedienten. Hartmann hat das Todesmarscherlebnis in seiner Klavierkomposition Sonate 27. April 1945 festgehalten mit seinem Vorwort: Am 27. und 28. April 1945 schleppte sich ein Menschenstrom von Dachauer Schutzhäftlingen an uns vorüber. Unendlich war der Strom, unendlich war das Elend, unendlich war das Leid. Sie sind damals in seinem Haus am Lüderitzweg 39 in Kempfenhausen vorbeigelaufen. Kann sein. Die Wahrheit ist, dass diejenigen vom Lager Dachau selber, die sind nie geschickt worden in diesen Todesmarsch. Nur der Außenlager. Wir sind gebracht worden in Dachau. Wir haben marschiert die ganze Nacht, bis wir angekommen, Tag und Nacht sogar, von Kaufering angekommen in Dachau. Dort haben wir übernachtet am Appellplatz. Und nächsten Frühmorgen sagt man uns, jetzt raus zum Marsch.
wenn wir in Dachau ankommen, das war für uns ein Erholungsplatz. Die Häftlinge haben ganz anders ausgeschaut. Die waren ganz anders gekleidet, auch mit Streiflingskleider, aber manche auch mit Zivil. Der Unterschied zwischen den jüdischen Häftlingen und den anderen war enorm. Niemand kann sich das vorstellen. Die haben Briefe bekommen, die haben Pakete bekommen von zu Hause. Und auch wenn die Befreiung kam, die hatten wohin zu gehen. Familien haben auf die gewartet. Wer hat auf uns gewartet? Wir wurden bestraft von allen Seiten. Wir müssten wieder im Lager gehen bei den Amerikanern. Die letzten Endes auch, uns auch nicht wollten. Die haben uns befreit. Aber die wollten uns loswerden. Das ist die Wahrheit. Geht nach Hause in eure Länder zurück. Schritt um Schritt dem Tode entgegen. Ein Menschenstrom ins Ungewisse. So komponierten wir in unserem Lied. Was trieb Sie auf dem Todesmarsch an, in diesem Menschenstrom nicht von den SS-Lern und deren Hunden umgebracht zu werden? Man wollte nicht umgebracht werden. Man hat verstanden, dass es geht zu Ende. Wir waren hungrig, aber nicht dumm. Man wusste, es geht zu Ende, aber wie wir das Ende aussehen, das wussten wir nicht. Aber man lebte doch diese Tage auch mit der Hoffnung, die Deutschen laufen. Und während des Marsches, ich weiß nicht genau, wo es war, kam ein Rumor, so ein Gespräch, dass die Russen sind da oder die Amerikaner sind da. Und unsere Wachleute haben weggeschmissen ihre Gewehre und gelaufen. Es waren ein Teil Russen mit uns. Die haben die Waffen sofort geholt. Nur nach ungefähr, ich weiß nicht wie viel Zeit, sind die deutschen Wachen zurückgekommen. Und dann sind ziemlich viele abgeknallt worden. Was half Ihnen durchzuhalten? Wer weiß. Die gute Luft vom Wald vielleicht. Ich weiß es nicht. Der Rasen vielleicht. Hat ganz gut geschmeckt, muss ich sagen. Ich schlage euch vor, probiert mal den Wurzel von Rasen. Der ist süß und flüssig. Delikatesse. Sie schreiben in Ihrem Buch im Abschnitt Todesmarsch, Seite 170. Der Lagerkommandant sagt auf dem Appellplatz im Kaufring 1, ihr werdet zur Schweizer Grenze gebracht und gegen deutsche Kriegsgefangene ausgetauscht. Genau. Haben Sie das geglaubt? Man wollte glauben. Wir haben auch unterwegs, ist mal ein Auto durchgefahren, ein amerikanischer Convertible mit Rotem Kreuz auf der Dings. Das war ein Schweizer. Die haben unser Teil, einer ist gesessen dort. Der hat uns ziemlich lange begleitet, aber dann verschwunden. Sie erlebten so viele Todesereignisse, Hinrichtungen, Erfrierungen und in Ihren jungen Jahren. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Wie haben Sie überstanden? Sie müssen nicht mehr leiden. Ihr Mörder, ihr werdet dafür irgendwann einmal bestraft werden. Oder wann erwischt es nicht? Wir haben uns nicht beschäftigt mit diesen Sachen. Die müssen verstehen, man lebt jahrelang in Hunger. Jahrelange Selektionen. Jedes Mal ein Teil von den Freunden oder von der Familie verlieren. Das hat uns irgendwie interessiert. Richtige Sachen, Weltsachen, und das war nicht unser Thema. Wir waren ja nicht normal. Wir waren da. Wir haben mitgearbeitet, weil man musste. Wir haben ausgeführt die Arbeiten, die man uns zugeteilt hat, mehr oder weniger. Wir haben uns gut benommen am Appellplatz. Wir haben keine Dummheiten gemacht, weil man wusste so. Aber normal waren wir nicht. Ich weiß nicht, ob ich heute normal bin. Eigentlich, was ich tue, ist es normal. Jeden Tag stehen stundenlang gegenüber Kinder und erzählen meine Geschichte. Ich bin ja keine 19 mehr. Irgendwo ist da ein 9 bei mir im Alter, aber keine 19. Ist es normal? Alle meine Freunde sind tot, sind gar nicht da. Und die, die da sind, sind alte Leute. Ich sage zu meinem Sohn, der wird 66 jetzt, sag ich, du bist ein alter Mann. Ich bin auch vielleicht ein alter Mann, aber ich lasse es nicht zu, dass es so sein soll.
Ihren Schmerz, die Verletzungen, die Peinigungen, die Erniedrigungen und die zahlreichen Verluste, die Sie erleiden mussten, erliest und erspürt man in Ihrem Buch Ich sang für die SS. Betroffen machte uns folgender Satz über Ihre Mutter. Ich spreche gerade mit jemandem oder lese in einem Buch, schau auf und da steht sie, 3-4 Meter vor mir. Sie schweigt. Mir aus dem Nichts erscheint ihre Gestalt und verschwindet nach einigen Augenblicken wieder lautlos. Was soll ich sagen? Man lebt mit Träumen. Und man weiß, die werden nie verwirklicht werden. Aber träumen ist eine feine Sache. Würden Sie das Wort Schicksal heranziehen auf unsere Frage, was war der Sinn Ihres bisherigen 90 Jahre langen Lebens? Zufall. Pure Zufall. Man konnte nicht wählen. Glauben Sie an ein Wiedersehen mit Ihren Liebsten? So dumm bin ich nicht. Unten vielleicht. Vielleicht warten Sie unten irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Gläubiger, ich bin kein Religiöser. Ich bin froh, dass ich die Glaube in Menschen nicht verloren habe. Aber sonst bin ich sehr skeptisch. Und ich muss, bevor ich was tue, muss ich es kontrollieren. Ob es richtig ist. Ob niemand verletzt werden wird. Ob ich darf es machen oder nicht. Weil ich bin ja einer, der nie eine Schule besucht hat. Nach dem Krieg. Ich musste alleine lernen. Ich musste selber lernen, irgendwie ein normaler Mensch zu erscheinen. Ob ich normal bin, das ist eine andere Frage. Aber wenigstens akzeptiert werden als normaler Mensch. Sonst hätte meine Frau mich geheiratet. Ich hatte ja nichts zu bieten. Ich kam alleine nach Palästina, hatte keine Schule, hatte keine Familie, hatte keinen Beruf, hatte gar nichts. Gleich, hat nicht lange gedauert, musste ich zum Militär ein paar Jahre. Und nach dem Polizei stand ich so. Und trotzdem hat sie mich geheiratet. Bis heute verstehe ich nicht, warum haben ihre Eltern rein. Ich sagte, ja, du warst einzige Tochter bei religiösen Juden. Und ich hatte mit der Religion überhaupt nichts zu tun. Glauben Sie an das Gute? Ich glaube an das Ausgewogene. Gute ist so eine Sache, wissen Sie. Es gibt Menschen, die stellen sich vor als gute Menschen. Das sind Menschen, die verstehen, um akzeptiert zu werden, muss man irgendwie erscheinen positiv. Das Erste, was der Mensch bekommt, ist das Gute. Was uns persönlich bei der Beschäftigung mit der Nazi-Diktatur und der Behandlung der Juden schockiert hat, war die Äußerung unseres bösen Onkels, der voller Hass und Stolz noch mit 93 Jahren sagte, ich wusste, wo seine jüdische Familie war, aber ich habe es den Drecksjuden nicht gesagt. Was kann man machen? Er war da, der Onkel. Ob er gut war oder schlecht, jeder Mensch ist anders. Mit Sicherheit glaube ich, dass es waren Familien, wo einer von der Familie ein Mörder war und der andere war bereit, Leute zu helfen. Das ist auch Normalität. Nicht jeder ist wie der andere. Die Frage ist, haben die verstanden, was sie tun? Was hat bewogen, das deutsche Volk so zu glauben in diesen Estreichern? Wo waren die Menschen? Wo war die Intelligenz? Wo waren die alle? Es waren aber auch Leute, die eigentlich hätten die anderen sein sollen. Es waren Ärzte dabei, es waren Rechtsanwälte, es waren... Warum? Ist heute die Welt besser geworden? Und ich habe sehr Angst.